Zum ersten Mal in der Geschichte der Computer sind die Computer tatsächlich in der Lage, ganz natürlich mit uns zu interagieren. Zum ersten Mal können sie auf gesprochene Sprache reagieren und sie können uns auch in unserer täglichen Arbeit unterstützen. Sie können unsere Augen und unsere Ohren zum Teil ersetzen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, sich darüber zu verständigen, was wir unter einer humanzentrierten KI wirklich verstehen wollen. Für mich bedeutet es, dass wir als Menschen in unserem Menschsein durch die Maschinen unterstützt werden, aber nicht als Menschen ersetzt werden. Ja, wenn wir in den Medien von der KI lesen oder hören, dann wirkt das immer so wie ein Moloch, ein eigenständiges Wesen. Aber natürlich ist die KI kein Wesen. Es ist einfach eine große Ansammlung von verschiedenen Methoden. Und wir müssen auch in den Medien diese KI begreifen als ein Werkzeug, um Situationen zu gestalten, um Probleme zu lösen. Also ganz wichtig, KI ist keine Magie, KI ist ein Werkzeug. Und als Werkzeug muss es eben auch für bestimmte Probleme geeignet sein. Viel zu oft haben wir die Diskussion, wie können wir KI in die Schule bringen? Wie kann KI im Bereich Personalwesen eingesetzt werden? Und das ist fundamental die falsche Frage. Wir müssen uns immer fragen, welche gesellschaftlichen Probleme gibt es? Und was ist das beste Werkzeug, um sie zu lösen? Und da mag es sein, in bestimmten Fällen, dass KI eben genau das richtige Werkzeug ist. Aber andersherum, der KI eine Aufgabe zu suchen, das ist die falsche Perspektive. Ja, auch hier, die Diskussion dreht sich sehr viel darum, wäre es nicht sinnvoll, wenn KI verwendet wird, um die knappen Bildungsressourcen zu ersetzen, wenn jeder seinen eigenen Tutor hätte. Ganz ehrlich gesagt, sehe ich im Moment keine Evidenz dafür, dass KI das zum jetzigen Zeitpunkt in irgendeiner Form leisten kann. Welche Fragen wir nicht stellen und die viel interessanter wären aus meiner Sicht, weil sie durch heutige KI-Systeme tatsächlich auch technisch schon angegangen werden können, sind Fragen der Inklusion und der Integration. Es gibt ein dänisches Verfahren, wo Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche einen kleinen Technikkoffer bekommen und sich dann zum Beispiel in Mathe oder Biologie Texte aus dem Lehrbuch vorlesen lassen können, damit sie inhaltlich dann dem Unterricht folgen können. Und auch an den Universitäten könnte ich mir viel besser vorstellen, dass wir KI-Systeme verwenden, um zum Beispiel ausländische Studierende besser zu integrieren, als dass wir versuchen, einen irgendwie gearteten künstlichen Tutor zu bauen. Ja, das ist für mich essentiell, wenn wir über den Zweck von künstlicher Intelligenz nachdenken. Wenn sie wirklich humanzentriert sein soll, dann ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr das Zeitalter der Informatiker und Informatikerinnen, sondern dann müssen wir vor allen Dingen auf die Erkenntnisse der anderen Disziplinen zurückgreifen. Was heißt das denn, einen Menschen in seiner Arbeit zu unterstützen? Welche Gesellschaft wollen wir haben? Und ich glaube, dass wir als Informatiker dazu Beiträge leisten können, aber ohne diese interdisziplinäre Zusammenarbeit werden wir das sicherlich nicht schaffen. Zuerst einmal ist es wirklich wichtig, dass die Forscherinnen und Forscher tatsächlich auch nahe beieinander arbeiten. Das ist ein großes Argument für Volluniversitäten. Es wäre wirklich schade, wenn wir weiterhin so viele Spezialuniversitäten hätten. Ich wünsche mir mehr Integration direkt auf dem Campus und Volluniversitäten sind da wirklich ein wichtiges Instrument. Auf der anderen Seite, ja, die interdisziplinäre Arbeit ist natürlich nicht immer ganz leicht. Man muss sich erstmal verständigen. Und dafür ist in der Forschungslandschaft nicht immer Geld da. Wenn man Drittmittelanträge schreibt für interdisziplinäre Projekte und sagt, im ersten Jahr müssen wir uns erstmal ein gemeinsames Vokabular erarbeiten, das wird nicht unbedingt
belohnt eine solche Antragsstruktur, aber die wäre notwendig. Das heißt, wir brauchen hier eine Forschungslandschaft, in der interdisziplinäre Projektanträge leichter auch in der Bewertung gut beurteilt werden. Und nicht zuletzt hat es auch was mit Anreizstrukturen zu tun. Mir haben Kollegen gesagt, dass sie in der Zeit, wo sie interdisziplinär einen Forschungsantrag oder ein Forschungsprojekt durchführen könnten, natürlich disziplinär 2 bis 3 Mal so viele Projekte einwerben und durchführen könnten. Und da müssen wir uns was ausdenken, wie es attraktiver wird, diesen Mehraufwand zu betreiben. Denn ich bin mir sicher, dass damit in den meisten Fällen qualitativ hochwertigere Resultate am Ende herauskommen. In den letzten Jahren hatten wir es vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz zu tun, die von großen amerikanischen Firmen auf den europäischen Markt gebracht wurde. Alle Arten von Produktempfehlungssysteme, Suchmaschinen, alles, was wir heute gerne nutzen an Sprachassistenten beispielsweise. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr damit konfrontiert werden, dass eben Arbeitgeber, dass Schulen, Universitäten versuchen werden, KI-Systeme zu nutzen, weil die Diskussionen uns zeigen in den letzten Jahren, dass da ein großes Interesse besteht. Ich glaube, im Wesentlichen sind die KI-Systeme, die wir so viel besprechen, nicht technisch momentan machbar. Wie gesagt, weder der individuelle Tutor noch die automatische Jobbewerber-Aussuchmaschine wird ihren Dienst wirklich vertrauensvoll und gut durchführen können. Aber es wird solche Versuche geben, uns diese KI-Systeme schmackhaft zu machen. Und da ist es mir wichtig, dass Arbeitnehmer, dass Schüler, Schülerinnen, die Eltern, Studenten und Studentinnen erkennen können, woran man bemisst, ob ein KI-System die ihm zugesprochene Funktionalität tatsächlich auch bieten kann oder nicht. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Kompetenz und die müssen wir sicherlich auch in den nächsten Jahren noch besser vermitteln.